Ich finde, für mich ist wirklich das Wichtigste das Miteinander hier am Elli. Ich bin auf diese Schule gekommen, weil ich beim Aufnahmetest eine alte Freundin getroffen habe und das hat sich seitdem nicht mehr wirklich geändert. Also ich komme jeden Tag hierher und freue mich, meine Freunde zu sehen und andere Mitschüler aus anderen Stufen. Und das ist auch wirklich total schätzenswert, dass es so viele Menschen an der Schule gibt, die offen für Gespräche sind, die Lust haben, Projekte umzusetzen und so engagiert zu sind. Und allgemein finde ich, dass die Atmosphäre bei uns in den Gängen, in den Pausen so ein angenehmer Trubel ist. Klar gibt es immer so riesige Menschenmassen und manchmal braucht man das nicht unbedingt, aber ich persönlich fühle mich damit sehr wohl. Ein anderer Punkt, wo ich sehr froh bin, ein Teil davon sein zu können, ist unsere Schülervertretung. Und zwar gibt es da zwei sehr coole Beispiele, die ich einfach nur einmalig und krass finde. Und das ist einmal unser Kleeball. Das ist ein Fest im Frühjahr, wo Lehrer und Schüler zusammenkommen können und feiern und tanzen. Und da sieht man richtig, was für ein schönes Miteinander eigentlich existiert. Ein anderes Zeichen, was für mich für Zusammenhalt steht, ist unser Merch. Wir kreieren jedes Jahr eine eigene Schulkleidung und dann ein paar Wochen später mit neuen Logos und interessanten Schnitten von Pullis Schüler zu sehen, die alle das gleiche anhaben und so ein bisschen ihren eigenen Style dazu bringen, finde ich total bemerkenswert und zeigt einfach, wie viel Freude in einer Schule entstehen kann. Und auch da das nicht nur Schüler sind, die da hier irgendwie ihre Schule verbessern wollen und schöner machen wollen, wobei das ja klar ganz wichtig ist, aber auch, dass es dennoch engagierte Lehrer gibt, die da versuchen, uns zu unterstützen. 5 Jahre bin ich jetzt schon auf dem Elli und irgendwie freue ich mich immer wieder zurückzukommen. Ich kann mich noch ganz genau an meine ersten Tage und Wochen hier erinnern. Für mich war es damals unverständlich, wie so viele Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen so gut miteinander auskommen können. Und jetzt bin ich 10. Klasse und habe mich irgendwie an all das gewöhnt. Aber um ehrlich zu sein, ist es nie wirklich weniger schön und bewundernswert geworden. Schule bedeutet mir mittlerweile viel mehr als nur Schule. In erster Linie heißt EHG natürlich Lernen, aber vor allem auch Freundschaft und Möglichkeiten, Offenheit. Hier können wir herausfinden, wo unsere Stärken und Schwächen liegen. Wir können herausfinden, was uns interessiert und was wir lieber hinten anstellen. Schulzeit heißt nicht immer nur Tests und Klassenarbeiten schreiben, sondern mich selbst zu entwickeln. Neben den unzähligen Fächern stehen zum Beispiel auch die AGs an unserer Schule. Hier rücken ganz persönliche Interessen in den Vordergrund. Egal, ob man sich für Sport oder doch eher Physik interessiert, es wird gefördert. Es gibt ein Gefühl von Halt und schafft eine Umgebung, in der jede Schülerin, jeder Schüler akzeptiert wird, in der Toleranz großgeschrieben wird. Am EEG liegt neben dem Lernen und Intellekt eben vor allem auch das Miteinander im Vordergrund. Um uns dabei zu unterstützen, gibt es unzählige Fahrten mit der Klasse oder teils auch klassenübergreifend. Die letzten Jahre an dieser Schule haben mir geholfen, meine ganz eigene Stimme zu entwickeln und sie zu benutzen. Wir alle werden zu eigenen Individuen, die ihre Interessen vertreten und doch füreinander einstehen. Auch mit unterschiedlichen Ansichten, unterschiedlichen Stärken sind wir eben eine Schule für alle.